Und er hat auch versprochen, er hält sich kurz. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich grüße Sie alle ganz herzlich. Mein Name ist Anselm Lenz. Ich bin noch immer Journalist in Berlin. Ja, grüß mir die Genossen. Hallo. Ich bin und bleibe auch immer noch ein linker Journalist, das heißt ein progressiver Journalist. Da habe ich mich überhaupt nicht geändert und ein Antifaschist. Leider sind diese Konstanten offenbar nicht mehr so klar. Der Prozess läuft seit der Vereinnahmung läuft seit mehreren Jahren, spätestens seit der Finanzkrise von 2007 bis 2009. Unternehmen die korrumpierten Parteien, zu denen ich inzwischen auch ganz klar SPD, Grüne und auch weite Teile der Linkspartei rechne, vor allen Dingen die Parteifraktionen und leider auch unsere Gewerkschaften. Diese Antifaschistinnen und Antifaschisten, die hier stehen, sind keine. Das sind Leute, die direkt hier vom Politruck des DGB bezahlt werden bzw. angeheuert werden, um diese Show hier abzuziehen. Ich zähle etwa 12,5 Leute, wobei jeder für sich und jede für sich durchaus vollwertig ist. Ich kann die Kollegen und Kolleginnen nur auffordern, schaut euch mal genau an, was da gemacht wird. Geht mal jedes einzelne Grundrecht des Grundgesetzes durch und schaut, was die Regierung vollkommen undemokratisch damit macht. Und dann schaut euch mal die verschiedenen Faschismusdefinitionen der Vergangenheit an. Für mich nach wie vor relevant ist die Dimitrov-Definition des Faschismus. Und mit der will euer DGB-Sekretär hier aus Lüneburg offenbar nichts zu tun haben. Hallo, ich grüße auch Sie und Ihre Leute. Herzlich willkommen. Faschismus besteht zum Beispiel eben auch darin, dass sich die Gewerkschaften einer Regierung, die nun wahrlich nichts für Arbeiterinnen und Arbeiter gerade im Moment tut, verschränkt und sich einer chauvinistischen und imperialistischen Finanzmarktdiktatur unterwirft. Das scheint das Programm des DGB gegenwärtig zu sein. Das hat zumindest die Anmutung. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann sollten sich die DGB-Führerinnen und Führer dann jetzt mal dazu melden und sagen, dass das nicht so ist und dass sie sich weiterhin regierungskritisch verhält. Vor allen Dingen, dass sie Journalistinnen und Journalisten, die sich kritisch äußern, weiterhin als Angestellte, Lohnabhängige unter ihren Fittichen bewegen. Mir will zum Beispiel mein Verdi-Sekretär in Berlin meinen Presseausweis abnehmen. Das macht er natürlich vollkommen auch Verdi-regelwidrig. Als politische Aktion wahrscheinlich auf Anweisung von in Verdi engagierten SPD-Kreisen, dass die SPD nichts mehr für Arbeiterinnen und Arbeiter überhaupt sämtliche Lohnabhängige übrig hat, beweist sie seit 1999. Und sie verabschiedet sich jetzt offensichtlich vollständig noch von jedem Anstand, um sogar tatsächlich mal Helmut Schmidt, den ich ansonsten mich nicht sehr nahe fühle, zu zitieren. Das ist einfach unanständig und das hat man wirklich auch mit den letzten Resten von SPD nichts mehr zu tun. Die SPD hatte lange für mich auch noch einen positiven Klang. Ich denke dann an Arno Schmidt, der auch hier in der Gegend unterwegs war, an all diese Dinge, an all das, was so positiv auch zu nennen ist. An einem progressiven Deutschland, von Heinrich Heine über Hermann Hesse, durchaus auch Rosa Luxemburg und Clara Zetkin, weiter zu vielen anderen, Hildegard Hamm-Brücher, um mal an den Liberale zu nennen. Es gibt einfach tolle Leute hier in der Geschichte, zitiert auch Arno Schmidt, und viele von denen fanden die SPD gut, andere auch FDP und CDU, da gibt es ja überall auch korrekte Leute. Im Moment haben sich alle zusammengeworfen, um hier ein Digital- und Pharma-Regime zu unterstützen, das einfach noch nicht gesagt hat, was es mit uns vorhat. Und die Analyse dieses Virus, das haben wir im Grunde Ende März abgeschlossen. Und da sind wir als Vertreterin des Journalismus, der kritischen Intelligenz und einer Anhängerin einer liberalen Öffentlichkeit, der freien Debatte, uns einig mit den besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Planeten, John Ioannidis in den USA, oder etwa in Deutschland Professor Bakhti und aber tausende andere, dass dieser Virus schlichtweg diese Gefährlichkeit nicht besitzt. Er ist im Grunde sehr wahrscheinlich einfach ein etwas
heftigerer und durchaus auch für Menschen hohen Alters dann immer wieder lebensbedrohlicher Grippeinfekt. Das ist einfach praktisch so. Und dazu müsste man sich äußern, da sind, ist die vierte Gewalt, die Medienbetriebe sind ausgerufen, das ins Verhältnis zu setzen. Beispielsweise das durchaus ideologisierte John Hopkins Center hat bis 14. April diesen Jahres bereits gezählt 480.000 am HIV-Virus verstorben. 480.000 Menschen, die an HIV, an AIDS gestorben sind. Ein Virus, der tatsächlich ausrottbar wäre, weil er sich die Verbreitung einfach eindämmbar wäre. Es wäre möglich gewesen, auch frühzeitig in den 80ern schon diesen Virus tatsächlich auszurotten, wenn man beispielsweise einen solchen Maßnahmenkatalog wie diesen hier gar nicht hätte abwickeln müssen, denn das wäre viel leichter möglich gewesen, das in den Griff zu kriegen, zum Beispiel durch Heimtests und so weiter. Es hätte Möglichkeiten gegeben, Leuten viel leichter Zugänge zu Tests zu geben und so weiter. Was den HIV-Virus angeht, an dem bis Mitte April 480.000 Menschen weltweit gestorben sind. Im gleichen Zeitraum sind mit Corona, wohlgemerkt mit dem Coronavirus, nur 120.000 Menschen gestorben. Jeder einzelne von denen tut mir leid, auch wenn sie hohen Alters waren. Trotzdem geht es eben nicht ohne Verhältnismäßigkeit. Da kann man sagen, ja, aber mir tun alle Menschen so furchtbar leid. Und ich habe dieses Mitgefühl für alle, für die gesamte Menschheit und jeden Einzelnen davon. Das ist sehr löblich. Aber Aufgabe einer Regierung ist es eben, dann doch auszuwiegen, was Maßnahmen bedeuten. Also, was soll man lange rumreden? Wir haben das jetzt monatelang gemacht. Diese Regierung lügt. Sie lügen und sie hören einfach nicht auf zu lügen. Und sie wollen hier, wie auf Schienen gesetzt, einen Plan durchsetzen, von dem nicht klar ist, sondern immer wahrscheinlicher wird, dass es keine humanistische und keine freundlichen Kern daran gibt. Wenn, dann wäre es ja gar kein Problem zu sagen, okay Leute, wir mussten hier eine Notlüge machen, aus den und den Gründen mussten wir das jetzt so machen. All das geschieht nicht. Es deutet auch nichts darauf hin, dass das Ganze ein besonders soziales oder gar, was steht dort, kommunistische Weltgesellschaft, dass das sich da abzeichnen würde. Was ganz anderes zeichnet sich da ab. Und das wird von Tag zu Tag evidenter. Mit jedem Tag, an dem kleine Betriebe, Mittelständlerinnen und so weiter dicht machen müssen, wird klar, und das Geld hochrutscht zu Digital- und Pharmakonzernen, ist klar, dass das Ganze hier soll. Rüstungskonzernen und so weiter. So, mein Kollege, Herausgeber, Kollege Hendrik Sodenkamp hat die wesentlichen Sachen schon gesagt, und deswegen fasse ich mich kurz, damit vielleicht noch mehr Klavier gespielt werden kann und andere Menschen noch was sagen können. Wir produzieren seit Mitte April unsere Wochenzeitung Demokratischer Widerstand. Damit meinen wir eine französische Tradition der Liberalen und adressieren die Errungenschaften liberaler Revolutionen, der bürgerlichen Revolutionen, die auch immer Teil eines antifaschistischen Abwehrkampfes waren. Wenn wir sozusagen nicht das, was wir uns vorstellen, erringen können, dann verteidigen wir die Errungenschaften der bürgerlichen Gesellschaft. Und dabei bleibe ich auch. Solange man uns nichts Besseres anbietet und vor allen Dingen demokratisch zur Abstimmung vorlegt, werde ich stehen bleiben gegen dieses Corona-Regime und das auch koste es, was es wolle. Die Opposition wird nicht zu beseitigen sein, lebt damit. Und vor allen Dingen geht mal zur Verständigung über, das adressiere ich jetzt an die Regierung, sonst verfestigt sich der Eindruck, dass die Regierung so weit unter Druck gesetzt wurde oder es tatsächlich riskieren möchte, dass wir in der Bundesrepublik dann in bürgerkriegsähnliche Zustände übergehen. Das kann kein Mensch wollen, also ist es jetzt an der Zeit, Demokratie, Öffentlichkeit, freie Debatte, all die republikanischen Verfahren, die sich doch alles in allem bewährt haben, das Wechselspiel von Opposition und Regierung etc., der Wettbewerb der Parteien und die Meinung und so weiter, dass sich das jetzt wiederherstellt. Und dazu müsste eine Partei, mindestens eine der größeren Parteien, jetzt mal sagen, gut, jetzt fangen wir mal an, das hier wirklich ganz klar durchzuthematisieren. Meine persönliche Neigung wäre, dass das gar nicht unbedingt die AfD zuerst machen würde. Das fände ich sehr schade. Ich finde, es wäre Aufgabe in erster Linie der FDP und der Linkspartei, das jetzt endlich mal anzufangen. Aber auch alle anderen redlichen Leute. Die Parteien sind ja nicht völlig frei von redlichen Leuten, nur leider versagt die Repräsentation.
und damit alle parlamentarischen Abgeordneten und so weiter. Und zuerst müssten sich mehr Journalistinnen und Journalisten ein Herz fassen. Denen kann ich nur zurufen, es gibt hier was zu gewinnen. Ich weiß nicht, in Lüneburg scheint ja alles aus einer Hand zu kommen. Also die Gegendemonstration wird von dem DGB Politdruck organisiert und da schreibt ja auch noch für die Lokalzeitung gar nicht Berichte darüber, was hiervon zu halten ist. Also das ist, das sind ja tatsächlich Zustände wie in der DDR und das klappt einfach auch nicht. Das hat damals nicht geklappt und das klappt jetzt auch nicht. Übrigens ist das ja ein sehr schöner Ort. Wir reisen ja jetzt jeden Samstag durch die Republik an verschiedene Orte und nicht ohne uns Querdenken und so weiter, um unsere Zeitungen persönlich zu übergeben. Wir wollen auch gar nicht unbedingt immer reden, sondern vor allen Dingen bringen wir Zeitungen. Das hier ist wirklich einer der schönsten Plätze bislang. Und München war auch toll, aber das hier ist ein toller Sommertag. Es lebe der Sommer der Demokratie und vor allen Dingen eine neue Verständigung auf Basis des Grundgesetzes, Neuwahlen, ein Untersuchungsausschuss mit allen relevanten wissenschaftlichen Stimmen. Und dann eine Erweiterung unseres Grundgesetzes um Volksentscheide, die relativ einfach auch bundesweit angegangen werden können, vor allen Dingen, wenn es um so entscheidende Dinge geht, wie diese, die wir gerade erleben, wo offenbar ein Gesellschaftsumbau ohne unser Wissen und ohne unsere Zustimmung, ohne öffentliche Debatte durchgesetzt werden soll, der ganz offensichtlich auch nicht zu unserem Wohl ist. Fragezeichen, das würden wir gerne mal wissen. Und vor allen Dingen möchten wir das selber entscheiden. Und das werden wir auch. 1. August in Berlin, 11 Uhr, Brandenburger Tor. Für die Republik.